Voi siete qui convenuti, diletti figli e figlie, per unire i vostri osanna all'esultanza dei cori angelici. Exultet iam angelica turba celorum. Mit väterlicher Freude und in tiefer Ergriffenheit richten wir unser Wort an euch, geliebte Söhne und Töchter der österreichischen Lande. Wir denken schließlich an die harten Stöße, die eine Kirche wie volksfremde Aufklärung und liberale Flut in den letzten 200 Jahren auch in euren Landen gegen den katholischen Glauben geführt haben. Gott, unser Schirmherr, schau auf uns und verteidige uns gegen die Gefahren, die von Seiten der Feinde uns drohen. Als Unterpfand dessen erteilen wir euch aus der Fülle des Herzens den apostolischen Segen. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidibus, ips intercedant pro nobis ad Dominum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. In das Hospital der barmherzigen Schwestern auf der Tiberinsel. Die freudige Erregung war für ihr Herz zu groß gewesen. Herr, jetzt haben Sie mit einem Mal den Vatikan erobert. Passen Sie auf, demnächst werden Sie noch gegen den Brauch durch eine päpstliche Bulle zum Küchenchef ernannt werden. Was möchten Sie denn? Ihre Tasche? Ach, Sie wollen wissen, von wem die Blumen sind. Die sind von den Pilgern, die mit uns nach Rom gekommen sind. Diese schönen Pfingstrosen hier sind von Herrn Kommerzialrat Gompert. Und diese Blumen hier sind von Frau Fleißig und ihrer Tochter. Der Wein stammt von anderen frommen Pilgern. Das ist ein ausgezeichneter Chianti. Möchten Sie ein Schlückchen trinken? Ich soll ihn trinken. Oh, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Später dann, ja? Die Herrschaften aus der Pension Paradiso sind da. Ja, ich habe nämlich auch Frau Argan und ihre Tochter davon in Kenntnis gesetzt, dass sie plötzlich krank geworden sind. Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen.
Hoffentlich habe ich keinen Fehler damit begangen, dass ich Sie verständigte. Aber nein, absolut nicht. Wie geht es ihr denn? Leider nicht gut. Deshalb hielt ich mich auch für verpflichtet, Sie zu benachrichtigen. Die Arme. Wahrscheinlich waren die Strapazen zu viel für Sie. Jeden trifft's zu seiner Stunde. Wenn Sie die Kranke besuchen wollen, wir bleiben vielleicht indessen hier. Bitte. Komm, Louis. Wollen wir uns setzen? Ja. Sie kennen Fräulein Lindeck erst kurze Zeit, nicht wahr? Ja. Aber ich glaube Sie trotzdem recht gut zu kennen. Dieses Fräulein Lindeck ist ein ganz seltener Mensch. Sie gehört zu den ganz wenigen in unserer Zeit, die an die Unzerstörbarkeit der Seele glauben und die ahnen, dass es nach dem Tode für uns noch etwas Wichtigeres gibt als das Leben hier auf der Erde. Es freut mich sehr, dass Sie sich in so kurzer Zeit dieses Bild von ihr gemacht haben. Sie hat ihr ganzes Leben lang an ihren Himmel gedacht, den ihr nun dieser verantwortungslose Taugenichts veruntreut hat. Ja, Sie haben recht. Aber ich glaube, sie wird ihn wiederbekommen. Ihren Himmel. Herr Kaplan, bitte kommen Sie. Ich glaube, es geht zu Ende mit ihr. Nun, Fräulein Lindeck, haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie vielleicht etwas trinken? Oder etwas essen? Soll ich Ihnen die heilige Ölung geben? Der Friede sei diesem Haus und allen seinen Bewohnern. Unsere Hilfe ist der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgat tibi Dominus quidquid per gustum et locutionem deli Christi. Amen. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgat tibi Dominus quidquid per tactum deli Christi. Amen. Ich komme im Auftrag des Heiligen Vaters. Seine Heiligkeit sendet mich zu Ihnen, meine Tochter, um Ihnen dieses persönliche, mit eigener Hand geweihte Geschenk zu überreichen.
Heiligkeit lassen ferner gute Besserung wünschen und erneuern den heute Mittag erteilten Segen. Der Heilige Vater beauftragte mich schließlich mit der Botschaft, dass er Ihrer, meine Tochter, im Gebet gedenken wolle. Gott segne Sie, meine Tochter. Hätten Sie sich das träumen lassen? Der Heilige Vater selbst wird Sie in sein Gebet einschließen. Damit ich doch einen Platz im Himmel bekomme. Ja, Fräulein Lineck. Sie können ja plötzlich widersprechen. Ich habe doch nicht umsonst gelebt. Und nicht umsonst gebetet. Und vor allem nicht umsonst geglaubt.